Deutschland im Lockdown, zahlreiche Regeln von Corona-Tests bis Impfungen, monatelang geschlossene Schulen und Spielplätze, Besuchsverbote in Altenheimen, es scheint lange her. Im Kanzleramt hat eine Expertenkommission jetzt begonnen, die Corona-Zeit kritisch zu beleuchten, aber auch der Bundestag könnte sich damit beschäftigen. Die Bundesregierung überlegt, was ist die klügste Form der Aufarbeitung? Das muss nach vorne gerichtet sein, also welche Lehren ziehen wir auch aus der Pandemie? Eine Aufarbeitung heißt für mich, das Land auch an dieser Stelle, wo ja so viel Debatte war, wieder zusammenzuführen. Tatsächlich hat die Corona-Pandemie auch wütende Proteste ausgelöst. Das Land schien gespalten wie nie. Eine Enquete-Kommission im Bundestag, also ein Gremium von Experten und Abgeordneten, fordert vor allem die FDP, denn häufig genug wurden Entscheidungen am Parlament vorbeigetroffen. Deshalb ist diese Enquete-Kommission so wichtig. Es geht nicht um ein Tribunal, sondern darum, dass wir für die Zukunft besser gewappnet sind. Das sieht auch der Freisinger CSU-Abgeordnete Erich Ilsdorfer so und betont, dass man nicht das zu irgendwelchen Propaganda oder zu Wahlkampf oder in irgendetwas hernimmt, sondern dass man hergeht und wirklich die Punkte, die gut waren, die schlecht waren, die verbesserungswürdig sind, zusammenfasst und dass man dann einfach besser wird für die nächste Pandemie, weil die wird sicher kommen. Ob es gelingt, Lehren für die Zukunft zu ziehen, wird sich zeigen. Das wird auch davon abhängen, wie die Corona-Zeit aufgearbeitet wird. Ja, und an dieser Frage scheiden sich die Geister. Wie soll man diese Zeit aufarbeiten? Die Ansichten zur Aufarbeitung sind in Bayern ähnlich kontrovers, wie manche der Maßnahmen das waren. Oft ging es im Freistaat strenger zu als im Bundesdurchschnitt. Tatsache ist, es war eine Ausnahmezeit, in der auch Fehler gemacht wurden. Auf der Intensivstation der Wertach-Klinik im schwäbischen Bobingen lässt Gerhard von Dreden einen Patienten mit Nierenversagen in eine andere Klinik verlegen. Der leitende Oberarzt erinnert sich an die vielen Verlegungen während Corona. Dutzende Patienten wurden hier beatmet, jeder dritte starb. Todesfälle gehören eigentlich zum Tagesgeschäft. Aber in dieser Masse und in der Heftigkeit habe ich es noch nie vorher gesehen. Und dass praktisch alle Häuser rundum, alle auch die Intensivstationen einfach voll belegt sind mit diesen Patienten, das habe ich so früher noch nie erlebt. Im Nachhinein waren manche Corona-Maßnahmen überzogen, findet der Oberarzt. Man wusste damals nicht, wohin die Pandemie führe. Schulschließungen und Distanzunterricht, abgesperrte Spielplätze, Polizeikontrollen, Besuchsverbote und Ausgangssperren. Vor allem in Bayern waren die Corona-Regeln streng und lang. Lockdowns hätten viele Kinder psychisch krank gemacht, sagen Kinderpsychiater und fordern eine Aufarbeitung. 2,5 Jahre, 3 Jahre nach der Corona-Pandemie merken wir das immer noch, wie schwer beeinträchtigt die Kinder und Jugendlichen dadurch geworden sind. Vor allen Dingen durch diese Social Distancing, die Schulschließungen. Was war richtig, was falsch? Politiker von SPD, Grünen, FDP und AfD hielten einen unabhängigen Blick zurück für sinnvoll. Staatsregierung und CSU dagegen finden Schlussfolgerungen aus der Corona-Zeit ja, aber keine extra Aufarbeitung. Natürlich sind in der Pandemie auch Fehler gemacht worden. In einer Zeit, die besonders herausfordernd war, für die es auch keine Blaupause gab, haben wir natürlich entscheiden müssen und Verantwortung übernehmen müssen. Und dazu stehe ich auch. Und in der Replik würden wir heute manche Dinge anders machen. Der Intensivmediziner von Dreden ist hin und her gerissen. Eine unabhängige Aufarbeitung könnte nutzen, aber auch zu Schuldzuweisungen führen. Ein schwieriger Spagat. Wie hat die Corona-Zeit mit ihren Maßnahmen uns verändert? Darüber reden wir mit dem Philosophen und ehemaligen Spitzenpolitiker Professor Julian Niederrümelin, den ich herzlich begrüße. Was ist denn Ihre Meinung? Brauchen wir eine Aufarbeitung durch eine Enquete-Kommission oder gar einen Untersuchungsausschuss? Also Untersuchungsausschuss sehe ich nicht. Das ist ja eine Art gerichtliche Veranstaltung, bei der Zeugen gehört werden, Beschuldigungen vorgebracht werden, Verteidigungen. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Aufarbeitung in dem Sinne, wie ist das Verhältnis zum Beispiel zwischen Politik und Wissenschaft? Welche Rolle spielt das RKI, weisungsunterstellt, aber unabhängig, ja, als wesentlicher Treiber der Maßnahmen? Und wir müssen auch darüber reden, wie gehen wir mit der Öffentlichkeit um? Und wie trifft die Politik in solchen Krisensituationen Entscheidungen? Über die Ministerpräsidentenkonferenz zum Beispiel? Kann die Vorgaben machen für die Legislativen der Länder?
Also da gibt es verfassungsrechtliche, da gibt es Fragen des Verhältnisses Wissenschaft und Politik. Das sind ganz wichtige Fragen für jede zukünftige Herausforderung. Das sind auch sehr sensible Fragen. Ich sehe es an Ihrer Gestik. Ja. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass bestehende Gräben dadurch möglicherweise verstärkt werden oder sogar neue Gräben entstehen? Also ich will es ganz deutlich sagen, ich hielte es für eine ganz falsche Reaktion der Politik, wenn aus Sorge jetzt, dass irgendwelche fundamentalen Fehler diskutiert werden, zu Recht oder zu Unrecht, ja, man die gründliche Aufarbeitung unterlässt. Das wäre ein großer Fehler, weil es nämlich erst das Misstrauen noch weiter verlängert. Also die Offenheit, der offene Umgang mit dieser Zeit, nicht im Sinne Blaupause für die Zukunft, weil wir wissen nicht, ob dasselbe sich so wiederholt. Das kann eine ganz andere Herausforderung sein. Aber dass wir offen damit umgehen und auch zugeben, dass es vielleicht Fehler gegeben hat, die nicht nur darauf beruhten, dass man damals vor neue Situationen gestellt war, sondern vielleicht auch Fehleinschätzungen. Also Sie haben nicht die Sorge, dass das Wasser auf die Mühlen von Verschwörungstheoretikern ist? Ja, Verschwörungstheoretiker, hoffe ich mal, dass die keine Chance haben, in einer Enquetekommission sich mit ihren Positionen durchzusetzen. Verschwörungstheorie heißt ja, man vermutet dahinter einen bösen Willen. Das ist so abwegig, hoffentlich, dass das jeder Vernünftige einsieht. Niemand wollte der Bevölkerung schaden. Sondern es ging um Gesundheitsschutz. Sondern es ging um eine angemessene Reaktion auf eine neue Herausforderung in sehr kurzer Frist. Und da sind auch Fehler gemacht worden, manche vielleicht unvermeidbar und manche vielleicht vermeidbar. Was war für Sie der größte Fehler, für Sie persönlich? Also ich glaube, einer der schweren Fehler war, dass wir trotz, nachdem klar war, dass die Impfung nicht hindert, dass man sich infiziert und diese Infektionskrankheit weitergibt. Man erkrankt nicht mehr schwer in der Regel und stirbt erst recht nicht, aber man kann sich infizieren, trotz Impfung, und man kann das weitergeben. Das war eine interessante Studie. In dem Moment hätte man im Grunde alle Maßnahmen, die die Leute dazu drängen oder gar zwingen, sich zu impfen, weil sie sonst ausgeschlossen sind aus dem sozialen, kulturellen Leben, hätte man stoppen müssen. Also das gilt auch übrigens für mich. Ich war für Pflichtimpfungen ab 70. Ich habe mich dafür eingesetzt, aber noch auf der Grundlage, dass mit den Impfungen die Weiterverbreitung gestoppt wird. Das war ja ursprünglich die Einschätzung. Nachdem klar war, dass es falsch, hätte man sofort reagieren müssen. Noch ganz kurz, Corona und der Umgang mit der Pandemie hat ja zum Teil sogar auch Familien- und Freundeskreise gespalten und zerrissen. Sehen Sie eine Chance, dass das wieder versöhnt wird durch eine gute Aufarbeitung? Ja, ich glaube schon. Also es gab ja so die Vorstellung, es gibt eine richtige Meinung und alle anderen, die andere Meinung sind, die sind einfach völlig auf dem Holzweg und völlig daneben. Und eine solche Aufarbeitung wird zeigen, Licht und Schatten. Ja, auch bei den Kritikern waren manche Urteile durchaus nachvollziehbar und durchaus wohlbegründet. Und diese Härte der Auseinandersetzung sollten wir so nicht mehr wiederholen, ja, wie immer das in Zukunft ist. Und das kann auch heilen, dass man sagt, gut, da haben wir Fehler gemacht und wir gehen in Zukunft pfleglicher miteinander um. Ein schöner Appell. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke Ihnen. Dankeschön.